Ja, hi Freunde, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen heute wieder hier Landwirtschaftssimulator Nordfriesische Marsch 2.3 mit Seasons und mit dabei und oben rechts zu sehen im Bildschirm. Der Thomas ist am Häckseln. Ja, aber ich muss dich korrigieren. Du hast gesagt 2.3. Wir sind erst noch bei der 2.2. Achso, 2.2. Ja, das wird jetzt dann die nächsten Tage, denke ich mal, auch passieren, dass wir auf die 2.2 wechseln. Oder wir warten, bis die Vierfach draußen ist und wechseln dann auf die Vierfach, je nachdem. Ja, dann natürlich auch mit den kompletten Silo-Ständen etc. Nicht, dass wir dann davon neu starten müssen. Ja. So, ich sehe gerade, der Thomas ist schon bei 80%. Ich eile. Lass dir Zeit, weil das geht alles in den Silo rein. Ich kann dann die Spanne an der Brücke. Ja, ich komme dann dahin. Na Thomas, wie wollen wir denn weitermachen hier eigentlich auf der Marsch? Alles so nach und nach und Produktion vor Produktion, ne? Richtig. Also wo ich jetzt zum Beispiel überlegt habe schon, war, wo wir jetzt dann praktisch über den Winter diese knapp 700.000 hatten, ob man nicht noch ein bisschen spart und dann darauf hingeht, das Feld direkt oben drüber, da waren Kartoffeln drauf. Upsala, hier musst du jetzt auch unbedingt dahin fahren, dieser Kreis warten. Ja, bleib stehen. Ja, da müssen wir einmal abbunkern, dann kannst du da einmal außen rumfahren. Wobei, wenn wir es geschickt anstellen, kannst du draußen auf der Straße fahren und ich wechsle dir das in deinen LKW rein. Zumindest ja, auf der ersten Reihe. Da würdest du dann gerade mal da vorne in den Mähdrescher springen und den an die Seite fahren? Ja, Freunde, was kommt noch? Also jetzt haben wir ja hier das Marschprojekt, dann die Ellerbach, die wird auch noch weiterlaufen. Also das ist ja dann jeder, wo seinen Hof hat, oder jeder, der seinen Hof hat. Und ja, da könnt ihr natürlich, wenn ihr möchtet, auch noch mitmachen. Für Leute, die auch gerne an dem Projekt teilnehmen möchten. Und jetzt kommen auch wieder dann mehr Videos. Ab 1. Oktober fange ich wieder richtig an, sag ich mal, zu arbeiten. Dann bin ich aus meiner ganzen Rehabilitationsphase, Heilungsphase wieder draußen. Und ja, ab 1.10. gibt es dann auch, wie heißt's, das, Tom Clancy Operation Breakpoint. Das wollen wir oder möchte ich spielen. Ich weiß nicht, ob wer noch da aus dem Team damit dabei ist, Thomas oder so. Kann ja sein, dass er sich's auch holt. Was? Welches das Spiel? Tom Clancy's Operation Breakpoint. Das ist so ähnlich wie das Wildlands. Das müsste ich mir mal anschauen. Ja. Je nachdem dann. Entweder kommt es dann zusammen mit Leuten aus dem Team oder halt alleine. Warum fahr doch hinten über die Brücke, Thomas? Ja, genau da. Ja,
das kommt noch, halt Ellerbach und hier das Marschprojekt, das schickt doch erstmal. Vielleicht hier und da werden wir dann die Ellerbach vielleicht tauschen durch eine andere Karte. Aber das müssen wir dann mal gucken. Wie war das mit dem Zaun? Zaun? Ich gucke jetzt gleich mal, ob ich dich, wenn du hinten umdrehst, ob ja. Ich dich dann befüllen kann. Weißt du, über den Zaun schießen. Da musst du den Bunker erst noch drehen, das kannst du mit der Maustaste machen. Genau. Hat's geklappt, Thomas? Ja. Sehr schön. Ach so, was natürlich auch noch gespielt wird, ist Satisfactory. Das hatte ich fast vergessen. Das sind wir ja aktuell auch noch am Zocken. Und ja. Ja, das mit dem Bunker so zu hexen ist eigentlich ganz cool, aber wie ihr auch als seht, schießt er da hinten so durch. Das ist zwar ein bisschen nervig, aber alles möglich. Oh, hoffentlich kommst du überhaupt bis zu mir. Wenn nicht, dann häcksel mal hier einfach geradeaus und ich stelle mich so, dass du abrungern kannst. Fahr mal da vorne an die Straße hin. Der nimmt ein bisschen, nimmt er ja mit. Ach so, ja, da kann er jetzt, der wird so wahrscheinlich drehen. Bleib mal. Oh, da habe ich mich hier fest am Zaun festgefahren. Fahr noch mal ein Stückchen vor. Stopp. Bleib mal stehen.
Genau, gleich kann ich hier dann wieder reinkommen. So. Und ab geht's. Ja, zwei Folgen jetzt schon Maishäckseln, richtig geil. Ja, und die nächsten Folgen, ich hoffe, dass es nochmal warm wird und dass das Getreide ein bisschen abtrocknet. Dass wir dann da ja, den Raps noch dreschen können. Es wäre schade, wenn wir den verlieren würden. Es ist aber schon wärmer geworden. Mal gucken, wie es wird. Das Wetter schön. Ja, über den Winter ist ja auch geplant. Ich gucke gerade mal die Düngerherstellung hier zu kaufen. Oder eher gesagt, platzieren. Oder halt auch der hier das Flüssigdünger. Ja, aber dann brauchen wir erst wieder den Festdünger, dass wir den Flüssigdünger machen können. Und so weiter und so. Eine Hand wäscht dann die andere. Aber wenn wir den dann auch verkaufen können, dann machen wir Geld. Richtig. Und dann geht's auch vorwärts. Dann können wir weiter in Technik investieren. Und in größere Technik dann weiter in Fabriken, Felder etc. Oh, der Thomas steht schon wieder an der Straße. Ja. So. Ja, mit dem kannst du schon ein bisschen schneller durch die Kurven ballern, wenn er leer ist, wie der MAN. Ja, den wird es ja dann direkt auf die Straße, auf die Seite legen. Aber wenn der voll ist, musst du den auch mit Vorsicht genießen hier. Mittlerweile ja. Warum mittlerweile ja? Weil ich glaube, irgendwas haben sie gepatcht. Okay. Der war vorher etwas brettiger auf der Straße. Jetzt ist er doch auch schon so ein ganz leicht bisschen schwammig. Und du hast ja gesagt, dass du das bei den Mähwerken vom Drescher, ja, dass die dir so schwammig vorkommen. Ja, das sind die Mod-Mähwerke, weißt du, die auf 13,50 Meter die. Genau. Und wenn du die, zum Beispiel, die bewegen sich auch. Die, ja, ich weiß. Grober. Die verschieben sich. Genau. Und wenn du die nachher dann ankuppelst und du kriegst die irgendwo nicht raus, dann bleibt die Kupplung bei dir und das Mähwerk steht in der Garage und das ist dann wie so ein Gummiband. Ja, genau. Und irgendwann, wenn das Mähwerk dann auf einmal raus kann aus der Garage, dann kommt das hinter dir hergeflogen. Okay. Und dann fährt schön brav hinter dir her, aber erstmal so. Okay. Das war lustig. Gut, meine Freunde, wir sind auch wieder fertig für heute.
bedanke mich jetzt auch nochmal in der zweiten Folge, dass ihr so am Ball geblieben seid, wo ich in der Reha war, wo täglich nur eine Folge gekommen ist. Wird sich natürlich jetzt auch ändern. Wir gehen jetzt wieder in Produktion von den Videos, Aufnahme etc. Und genau. Danke, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da für alle Neuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sind raus für heute. Macht's gut. Ciao. Tschüss.